Morgen! Heute gehe ich mal auf Forelle und das Wetter sieht schon mal optimal aus, sonnig, jedoch ein bisschen kalt. Mal gucken, wie es wird. Jetzt gehen wir erstmal zum Spot und schauen mal, wo die Forellen stehen. Jetzt am 1. Mai hoffe ich mal, dass andere Angler auch da sind, weil dann brauche ich nicht lange, um nach einem Spot zu suchen, sondern hätte gleich einen. Wenn ich einen Spot habe, melde ich mich nochmal. So, ich habe schon mal einen Spot gefunden. Vielleicht seht ihr das. Hinter mir sind noch ein paar Angler. Und da, wo ein paar Angler sind, da sind noch ein paar Fische. Also ich werfe jetzt mal ein paar Mal rein und sehe, ob ich was fange. Hab den ersten Fisch. Und wir haben die erste. So, die erste Regenbogenforelle hätten wir. Fürs Protokoll. Ja, 35. Und 74. So, eine haben wir schon mal. Schauen wir mal, ob noch eine beißt. Der Anfang ist gemacht. Ah, da war wieder was. Ja, da ist der zweite. Nein, oder? Nee, er ist noch da.
Und was für ein Exemplar. Leco mio. Ist der fett. Den komplett genommen. Schöne Regenbogenforelle. So, ich habe den Spot gewechselt. Ich habe da vorne schon zwei Forellen geholt und hatte schon ein paar Nachläufer, aber irgendwie wollten die jetzt nicht. Jetzt in der Hoffnung, neue Stelle, neues Glück. Mal sehen, ob da was geht. Da war's. Hat sich wieder freigeschüttelt. Die war gierig. Aber mal sehen, ob wir die nochmal herbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Sie ist die ganze Zeit hinterher geschwommen. Hat richtig Gas gegeben. Und alle guten Dinge sind drei. Yes! Oh, was für eine schöne Regenbogenforelle. Was für ein schönes Ding. Leco mio. Was für ein Fisch. So, erfolgreicher Angeltag geht nun zu Ende. Drei Forellen sind gefangen. Mehr als drei darf ich leider nicht mitnehmen als Gastfischer. Aber im Großen und Ganzen war es ein toller Tag. Hat Spaß gemacht. Und freue mich jetzt dann demnächst mal wieder herzukommen. Wird wahrscheinlich aufs Wochenende verlegt, weil
Ich muss leider arbeiten und habe keine Zeit dafür. Aber ich hoffe mal, dass ich nächstes Wochenende ans Wasser komme. Wenn ja, nehme ich natürlich euch natürlich wieder mit. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like. Und falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Channel. Bis dann, Petri, hi, ich bin's der Patrick.